Lo que pichan. Y me pichan, cabia. Freunde, jetzt könnt ihr mich endlich mal mit Stimme sehen und hören. Ich dachte mir, ich mache heute einen Vlog-Style von meiner Morgenroutine. Was heißt Morgenroutine bei mir? Ich sollte mich eventuell mal duschen. Heute ist ein Tag, wo ich frei habe. Aber ich komme eventuell gleich nochmal einfach aufs Shampoo zurück. Ihr habt schon gesehen, was ich alles so zu mir genommen habe. Eisen natürlich jeden Morgen mittlerweile wieder. Es geht wieder rapide bergab und ich merke, wenn ich Eisen nehme, wachsen meine Haare wieder. Das heißt, meine ganzen Körperfunktionen regulieren sich wieder. Wenn man Eisen nicht nimmt, schwitzt man natürlich schneller. Und ich habe von InnoNature auch was zugeschickt bekommen. Es sind Nahrungsergänzungsmittel. Einmal pures Kurkuma, dann Calcium und Magnesium, glaube ich, aus Meereskoralle. Colon Cleanse, das heißt Bauchreinigung. Das brauche ich in letzter Zeit ein kleines bisschen, weil meine Verdauung so ein bisschen Ankurbelung braucht. Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen schlechter esse momentan. Und eben Vitamin D3. Vitamin D nehme ich täglich. Es ist ein pures Öl, was sie mir zugeschickt haben. Perfekt. Beste Darreichungsform, die man von Vitamin D quasi nur nehmen kann. Es ist quasi nur Olivenöl und Vitamin D drin. Und ich rede erstmal gar nicht weiter. Auf jeden Fall, das nehme ich alles zu mir. Dann habt ihr gesehen, ich gehe mit Loki raus. Ich putze mir erst danach die Zähne, weil es mir noch scheißegal, was mir für Hundebesitzer entgegenkommen. Dann sollen die halt meinen Mundgeruch spüren. So ganz normale Sachen. Ich putze mir die Zähne, elektrische Zahnbürste, momentan noch Elmex sensitiv, weil wir da eben noch eine Tube von haben. Und dann wasche ich mir das Gesicht und immer nach dem Gesicht waschen mit normalem Wasser benutze ich ein Toner, Gesichtswasser, wie auch immer. Und zwar ist das von Lovely Day Botanicals, das Hyaluron und Bloom. Und zwar ist da Rosenwasser drin mit Hyaluronsäure. Ein paar andere Bestandteile hat es, glaube ich, auch noch Hibiskusblütenextrakt und sonstiges. Aber ich sage euch, wenn ihr sowas hier benutzt, wenn ihr euer Gesicht normal mit Wasser nur wascht, das ist ein Game Changer, wie man so schön sagt. Kalk im Wasser lässt natürlich die Haut meistens nochmal austrocknen, verursacht meistens auch Reizungen und so. Gerade wenn ihr euch das oder pures Rosenwasser kauft, werdet ihr merken, eure Haut wird praller. Die Haut neigt nicht mehr so extrem zu großen Poren und die Poren ziehen sich eben dadurch zusammen. Der pH-Wert wird stabilisiert und alles, was wir wollen. Am besten sucht euch, wie gesagt, Rosenwasser aus oder eben das mit Hyaluronsäure. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Alternativen. Ich verlinke euch sonst ein paar unten, aber achtet einfach drauf, dass es ohne Alkohol ist. Alkohol verursacht natürlich wieder Reizung. Als nächstes benutze ich mein Lily Eye Serum. Das hatte ich schon in meinem Glowy Look euch vorgestellt. Ich verlinke es euch mal oben in der Ecke, den Glowy Look, wenn ihr den nochmal sehen möchtet. Und den gebe ich eben auf meinen Ringfinger und tupfe den mir hier so ein bisschen in die Augengegend. Die Augengegend ist natürlich wieder mit die dünnste Haut im Gesicht. Die braucht extra Pflege und da verliert man auch am schnellsten Feuchtigkeit. Und da kommen die ersten Trockenheitsfältchen. Das heißt, wenn man schlecht getrunken hat und älter wird, dann sieht man es da als erstes. Ich muss noch mal ein kleines bisschen nachladen. Ich mache heute ein kleines bisschen mehr auf meine Augen. Gerne auch auf die Wimpern, wenn ihr euch nicht großartig noch schminken müsst. Aber sucht euch eine natürliche Augenpflege. Wenn ihr so keine gefunden habt oder euch das nicht leisten möchtet, was ich euch jetzt unten verlinkt habe, mein Eye Serum, dann könnt ihr auch pures Rizinusöl nehmen, gerade auch sehr, sehr gut für die Wimpern. Es ist natürlich etwas klebrig, wenn ihr das nicht möchtet, pures Kokosöl. Das nächste, was ich morgens benutze, ist Feuchtigkeit, heißt Hyaluronsäure mit B5, also ein Serum von The Ordinary, gemixt mit meinem Physiogel. Da ist auch kaum noch was drin. Ich habe mir jetzt tatsächlich das normale Physiogel bestellt, weil es erstens ein wenig günstiger ist. Ich nehme ein bisschen weniger heute. Ist ebenso für trockene Haut geeignet, ist aber, glaube ich, 10 Euro günstiger als die AI Cream. Und ich mixe das hier, ein Tropfen von dem einen, ein Tropfen von dem anderen, und das gebe ich mir dann auf meine komplette Gesichtshaut. Und fokussiere das ein kleines bisschen mehr auf die Partien natürlich auch, die trockener sind.
Ich habe mir jetzt noch mal einen kleinen Tropfen gemischt, denn man sollte Hals und Dekolleté natürlich nicht aussparen. Ab 20 Leute spätestens solltet ihr euch daran halten, dass ihr den Rest der Creme nicht irgendwie irgendwo hinschmiert, sondern euch am besten tatsächlich dahin schmiert. Denn auch hier fängt es irgendwann an zu hängen. Ich habe hier auch schon so komische Falten, weil die hatte ich irgendwie auch schon immer. Deswegen Creme. Das Letzte, was ich tatsächlich mache, normalerweise, also ich bin jetzt theoretisch normalerweise geduscht. Und nach dieser Pflege würde ich mich quasi hinsetzen zum Schminken und meinen typischen Glowy Look machen oder eben nur ein bisschen Concealer, Mascara und ein bisschen Rouge, damit ich ein bisschen frischer aussehe. Aber im letzten Schritt benutze ich eben meine Alverde Lippenpflege. Die gebe ich mir einmal ordentlich drauf und die ist schön reichhaltig, weil ich eben extrem trockene Lippen habe. Es wird jetzt Herbst, auch wenn wir in Hamburg hier wunderschöne Tage hatten, es wird jetzt Herbst. Da ich ein kleines Vlogging-Format draus machen wollte, nehme ich euch jetzt mal mit zu meinem Bartregal. Und zwar wolltet ihr ja auch wissen, was ich für meine Haare benutze. Und zwar habe ich da tatsächlich momentan das Balea Oil Repair Shampoo. Es ist für sehr, sehr trockenes Haar. Es sind natürlich Sulfate drin, das werdet ihr als Kenner jetzt natürlich wissen. Ich dachte mir jetzt aber, ich habe zwei Shampoos von Balea einfach mal ausprobiert, um zu schauen, ob meine Kopfhaut das ab kann. Und wie es aussieht, kann meine Kopfhaut nur das Oil Repair ab. Die Conditioner von Balea können meine Haare sehr, sehr gut ab. Ich hatte euch, glaube ich, mal von der Glatt- und Glanzspülung erzählt. Momentan brauche ich immer noch den Amino Acid Conditioner auf. Ihr seht, da ist noch ein klitzekleines bisschen drin. Der Amino Acid Conditioner ist fantastisch. Wie gesagt, ich brauche ihn auf. Cruelty free ist er leider nicht. Deswegen, ich benutze momentan von Balea das Shampoo und diese Spülung. Ganz wichtig natürlich bei meinem Haar, diese Spülung zu benutzen. Das Problem ist bei den meisten Leuten, die waschen sich die Haare und machen Conditioner drauf und geben dann die Maske drauf. Conditioner schließt das Haar. Und dann eine Maske drauf zu machen, ist schwierig. Deswegen, die normale Reihenfolge tatsächlich, wurde mir auch letztens nochmal bestätigt, ist Shampoo, Maske, Conditioner zum Schließen. Da mir das aber nicht reicht, also Oil Repair, Shampoo und Amino Acid Conditioner momentan zum Aufbrauchen, habe ich noch zwei Öle. Eins davon wird auch aufgebraucht, weil auch nicht cruelty free. Das ist das Caudalie Huile Divine, Divine Oil for Body, Face and Hair. Das benutze ich nur noch fürs Haar. Es ist tatsächlich, glaube ich, einfach schon super alt. Es steht ein Töpfchen mit 9 Monaten unten drauf. Es ist aber noch nicht gekippt. Das heißt, für meine Haare, die sind eh tot, kann ich das noch sehr gut benutzen. Woanders würde ich es momentan nicht benutzen. Das ist einfach schon ein älteres Öl. Die andere Sache, die ich zugeschickt bekommen habe von dem lieben Lovely Day Botanicals Team, ist Lovely Day Coco Gloss. Es sind Kokos-Silikone, wie es drin steht. Es sind keine Silikone an sich. Ich glaube, das schreckt ganz, ganz viele ab. Es sind keine Silikone, es sind Kokosester. Die ziehen ins Haar ein. Es ist nicht beschwerend. Man merkt auch keine silikonige Struktur. Es ist kein Silikon. Sie haben es nur so genannt, PR-zweckmäßig, schätze ich mal. Und es ist auch super flüssig, das Ganze. Es riecht so ein bisschen, für mich riecht das sehr, sehr frisch, ein bisschen blumig, obwohl ich das nicht gerne mag, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Und das in die Haare gegeben und ich brauche das wirklich in die nassen Haare gegeben dann auch und ich brauche kein Föhn mehr, kein nichts mehr. Die Haare bleiben einfach wunderschön geschmeidig, glatt. So viel zu meiner Morgenroutine. Ich schließe hier direkt mal das Fenster. Draußen wird nämlich gebohrt und geackert und was weiß ich. Und Loki hat sich hier irgendwelche Sachen rausgeholt. Ich wollte noch mal euch die InnoNature Sachen zeigen. Ich habe eben Eisen genommen, das heißt, ich muss jetzt 1 bis 2 Stunden, 2 Stunden wäre natürlich ideal, bis ich frühstücke. Und in der Regel nehme ich dann immer noch Vitamin D3 von InnoNature. Die haben auch so eine ganz süße Verpackung auf jeden Fall. Und ich habe dann noch 3 Sachen zugeschickt bekommen. Das eine habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Es kann sein, dass es tatsächlich in der Küche steht, weil ich manchmal die Kurkuma-Kapseln, das ist eben reines Kurkuma, mir meistens klaue, um so meine chinesischen Gerichte reinzumachen. Ja. Und InnoNature hat eben Colon Cleanse noch. Das nehme ich meistens abends, damit meine Verdauung über Nacht nochmal ein bisschen reguliert wird. Macht sie ja meistens eh, wenn man sich entspannt. Und den Mineralkomplex mit Calcium und
Magnesium. InnoNature hat sich gedacht, man weiß nie, was man für Vitamine zu sich nehmen soll. Alle Leute nehmen immer irgendwelche Vitamine zu sich, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Sprich, Vitamin C und Co. und die wichtigen Mineralien, die man eigentlich so gar nicht zu sich nimmt, die nimmt man in der Regel nicht. Und sie haben dann eben solche Kapseln entwickelt und einmal das Vitamin D-Öl, was auch wirklich dem Menschen fehlt. Das heißt, ich setze mich jetzt aufs Sofa, warte, bis ich frühstücken kann und Vitamin D nehmen kann, und trinke jetzt in der Zeit Wasser, bis ich Tee trinken darf, denn ich achte in letzter Zeit darauf, dass ich ein bisschen weniger Kaffee zu mir nehme. Ich trinke lieber grünen Tee. Da ist das Koffein ein kleines bisschen besser aufgrund der Gerbstoffe. Denn in Tee ist auch Koffein. Es ist kein Tein, das ist immer so ein Hörensagen bzw. so ein gefährliches Halbwissen. Es ist auch reines Koffein, was im grünen Tee und schwarzen Tee drin ist. Es ist kein Tein. Auf jeden Fall. Ich setze mich jetzt an meinen PC und schneide das Video, was ich vor keine Ahnung wann gedreht habe. Werde trinken, werde gleich essen und dann werde ich irgendwann duschen. Ihr habt jetzt so ungefähr meine Routine mal so ein bisschen mitbekommen. Wenn euch interessiert, was ich abends mache, ist es immer noch mal ein kleines bisschen mehr. Oder was ich mache, wenn ich mich richtig verwöhnen möchte, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und zusätzlich könnt ihr mir natürlich auch noch schreiben, ob euch das so im Vlog-Format ein bisschen gefallen hat. Es ist natürlich deutlich einfacher für mich, das so zu drehen. Aber ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich sehe euch im nächsten Video wieder und ihr seht mich im nächsten Video wieder. Bis dahin.